Hallo ihr süßen Puppis, ich bin eure Jurassica Parker, mal wieder live aus Berlin und heute ist der zweite Tag, wo ich in Wedding fahre zu Radio Fritz. Heute habe ich den Klausi mit dabei, weil er nämlich heute frei und fährt mich und kommt mit, freue ich mich. So, heute haben wir einen AfD-Typen mit dabei in unserer Politikarena. Eigentlich sollte der Berliner Spitzenkandidat der AfD kommen, der wollte aber nicht, weil ihm war der Wedding zu gefährlich. Und jetzt haben wir einen Mark so und so, der ist der stellvertretende Vorsitzende der Jungen. Gewesen. Alternative. Nee, ist er immer noch. Und außerdem freue ich mich extrem darauf, heute wieder den geilen Dirk zu sehen, den mit den langen Haaren. Klasse, sie hört so ein bisschen amerikanisch aus, ne? Sie hört so amerikanisch ein bisschen sehr aus. Sehr bunt aus. Sehr bunt. Wenn ihr wissen wollt, was wir gestern gemacht haben, klickt jetzt hier auf das Video. Wollte ich auch schon immer mal machen, das ist so mega YouTube-mäßig. Oh, hoppala. Ui, scheiße. Naja, erstmal schön umgekippt. Scheiße. Ich habe heute eine wunderschöne Handtasche, guckt mal, die liebe ich. Die hat mir mein Mann aus China direkt bestellt. Das ist Christoph. Hallo. Genau, diesmal gibt es das Logo, das Intro dann mit dem Chor. Hi ihr Mäuse, wie heißt ihr eigentlich als Chor? Hey. Dann holst du den Marc Wallenda, heißt der. Ja. Von der AfD, ein junger, 30-jähriger Typ, der sich dafür entschieden hat, in die AfD zu gehen. Ich hab den schon gegoogelt. Ja. Er ist sehr rechtsradikal. Gut wäre, wenn du ihn da wirklich noch nicht als irgendwie Nazi hereinführst oder so. Dass er nicht gleich eingeschüchtert ist, sondern ja. wir wollen ja so neutral wie möglich an die Sache rangehen. Das heißt nicht, dass wir dann keine Meinung haben können, aber es heißt, ich weiß. Ich soll ja also vorher auch mit meiner Kamera auch lieb zu dem sein, ja? Oder? Ja, genau. Schüchtert ihn mal nicht ein, weil wir wollen ja, dass er mit uns redet. Ich habe einen Maulkorb bekommen. Ja? Ich darf vor dem Dreh nicht böse zu dem sein. Aha. Wir wollen ihn nicht verschrecken. Sonst geht er gleich wieder. Den kleinen Marc, ja, weil sonst... Wir sind ein scheues Reh. Du Dirk, darf ich dir ganz kurz was sagen? Mit wem reden wir eigentlich? Mit YouTube. Ich habe gestern schon das Video von gestern heute online gestellt und meine Follower lieben dich. Wirklich? Ja, alle toll. So, boah, ist der geil, der Dirk und so. Also, solltest Dankeschön. Du irgendwann mal homosexuell werden wollen? YouTube-Channel aufbauen. Ach so, das Nein. meinst du? Solltest du homosexuell werden wollen, du hättest ja wahnsinnig viele potenzielle Freunde. Super. Ja? Gut zu wissen. Ziehst du dich heute wieder aus? Reicht das? Nein. Machst du mich zum YouTube-Star? Ja. Darf ich deine Haare nochmal anfassen? Ja, bitte. Oh. Ja, guck mal hier. Guck mal. Guck mal. Guck mal da. Oh Gott. Was ist denn da? Natur. Natur. Ich habe Natur an mir. Ich arbeite es einfach rein. Ja. Gott. Ich habe jetzt hier eine ganz kleine Frau gefunden. Die steht mir gegenüber. Das ist die Jen. Warte mal. Guck mal. Ich bin ein Stand geblieben. Das ist ja wirklich. Und du bist die Sängerin der Band, Hallo. Die da jetzt spielt. Hi. Wie heißt der eigentlich? Großstadtgeflüster heißt er. Ach, kenn ich. Kennst du? Ja. Oh, oh, ich bin Atom mit meinem Besten. Wie heißt du? Chris. Hi, Chris, ich bin Jurassica. Was hast du da gerade gemacht? Ich habe geübt. Überheimlich. Eigentlich ist es elektronisch, eigentlich oder was? Eigentlich ist es elektronisch, ja. Aber jetzt habe ich es ausgeschaltet und hau da einfach drauf. Und bescheißt quasi die Kollegen. Das ist, warte mal, das ist, Merci. Ja, wer bist du? Raphael. Hallo. Du bist der Keyboarder anscheinend, ja? Ja. Ja? So, jetzt geht's gleich los. Wir sind kurz vor der Sendung. Mal gucken, ob ich schön bin. Bin ich oh, schön? Ja, oh ja, ja? Oh ja, oh ja. Okay, dann ist ja gut. Du siehst ganz klein neben mir gerade aus. Guck mal, wie klein du bist. So, der Plan ist, wir fangen jetzt an zu drehen. Ich habe schon mein Mikro in der Hand.
wir werden jetzt, wenn ich meinen Auftritt habe, erst nach dem Wundermann Gospel Choir, dann gehe ich rein und dann nehme ich die Kamera hier und dann gehe ich hier wieder raus und dann hole ich den Marc rein auf die große Bühne mit dieser Kamera. Ich weiß nicht so genau, wo ich die Kamera so lange lassen soll. Jessica ist da. Hi. Hi, setz dich. Hi, oh. Heute nicht schminken, bitte. Ich bin Applaus für mich auch, oder? Jessica Parker! Wow, ist das Wahnsinn. Ja. Wow, da fällt jede Frisur zusammen. Heute AfD, was glaubst du, wie wird das Interview? Also soll ich da so eher hart sein oder meinst du eher so ein bisschen locker? Oder? Also ich sag dir Folgendes, jetzt wo er dann bei dir in der Sendung ist, darfst du ruhig hart sein. Vorher musstest du soft sein, damit er noch nicht flüchtet. Ja, also, ja. Meinst du quasi also jetzt so? Jetzt also du jetzt angehen. Einfach hart sein? Nein, ich dachte eben ganz objektiv. Ich bin Journalist. Die Leute erwarten ja journalistische Inhalte. Mach doch, was du willst. Ja, ich mach das. Würdest du ihn reinholen? Ja, ich würde ihn gerne reinholen. Ja. Du holst ihn rein. Ja. Wir freuen uns jetzt sehr. Von der AfD in Charlottenburg. Hier ist Marc Fallender. Jetzt geht's hier los. Warte mal. Backstage. Und da ist er schon. Da ist der Marc. Komm rein. Hopp. Push. Da ist er. Hallo, herzlich willkommen, bitte gerne Platz nehmen. Die weder durch Einwanderung noch durch Asyl, einfach aus wirtschaftlichen Gründen, was durchaus nachvollziehbar ist, hierher kommen, die können wir einfach nicht aufnehmen, weil dass wir schaffen, dass der Kanzlerin, kriegen wir aus unserer Sicht nicht hin. Oder? Konsequent abschieben. Konsequent abschieben? Ich glaube, viele finden Deutschland gar nicht so geil wie die AfD. Der Sexualkundeunterricht an Schulen darf nicht von Lobbygruppen sexueller Minderheiten durchgeführt werden. Was sind denn Lobbygruppen sexueller Minderheiten? Gibt Lobbygruppen sexueller Minderheiten? Also, bei dem Sexualkundeunterricht sagen wir an den Schulen... Wer sind Lobbygruppen sexueller Minderheiten? Wer ist das? Lobbygruppen, ja, das dürften wahrscheinlich die Gendergruppen sein, die jetzt den ganzen Unterricht quasi komplett umstellen wollen. Ja? Also die Aufklärung... Aber was ist denn an dem Sex anders als Sex bei Homosexuellen beispielsweise? Nichts, nur letztendlich ist es ein hochintimer Bereich und bei Heteros ist doch genauso intim wie bei... Die Frage ist halt, wie früh man damit anfängt, Kinder damit zu konfrontieren. Ja, aber du konfrontierst sie ja auch schon mit normalem Sex, also mit, oder ich sage jetzt mal mit Hetero-Sex. Ja, aber das kannst du doch auch mal mit homosexuellem Sex. Ich bin auch dagegen, dass man irgendwie Hetero-Pornos oder sonst was in der Schule spielt. Das machen die doch nicht, die zeigen gar keine schwulen Pornos in der dritten Klasse. Wir sagen ja auch nicht, wir wollen nicht ein Waffenrecht wie in den USA haben, wo man wie in den Supermarkt geht und einfach eine Waffe erwirbt. Aber das hast du ja gerade gesagt, jeder soll eine Waffe haben können. Können, ja, wenn er einen Schein macht und nicht straffrei, also straffrei bisher war in seinem Leben und sich nicht zu Schulden hat kommen lassen, warum nicht? Denn die Waffenverschärfungen, die jetzt von der EU gefordert sind, sind doch lächerlich. Was fühlst du dabei? Nichts. Ja, auch blöd irgendwie. Aber egal. Scheißegal, ich baller. Urlaub in den Misanthropen. Ich höre euch nicht, ich bin in meinem trockenen Häuschen in der Fickseuchere. Ganz neuer Song von Ruhestadtgeflüster, noch nie vorher gespielt. Du hast einen richtig miesen Scheißhumor. Und ein fürchterliches Timing stellt sich den meisten schon im Kreis halt vor. Ich bin wirklich geschockt von dir und deinen Ansichten. Wie so ein junger Mensch solche Ansichten haben kann, ist mir wirklich schleierhaft. Ja, also ja? Jeder hat eben seine Ansichten. Ja, ja, das stimmt, aber die sind wahnsinnig rechtsradikal. Ja, und menschenfeindlich auch. Ja. Also. Wüsste ich nicht. Doch, ist das meine Meinung, Mäuschen. Und du solltest mal drüber nachdenken. Ganz ehrlich, alter Falter, sowas lässt sich hier zur Wahl stellen. Ich möchte nie wieder mit irgendjemandem von der AfD in einem Raum sein müssen. Ganz ehrlich. Es bereitet mir inneren Unmut.
kann der mal gehen jetzt? Ich fühle mich unwohl im Raum mit dem. Rechte Pack, ganz ehrlich. Aber ich finde schade, dass du gehst. Ja. Ich fand das voll gut. Fandest du es okay? Ja. Also ich meine so alles. Ja, ja, ja. Ich möchte gerne wieder mit euch arbeiten. Das machen wir auch. Denkt mal an mich. Ja? Ja, du kannst ja Freitag nicht, ey. Selber schuld. Ja, muss ich nicht. Ja, selber, nee, selber schuld auch an dieser Stelle. Ich bin, muss ja, wir haben Jessica gefragt für alle Tage. Ja. So, und du kannst aber auch nur gestern und heute. Reicht ja auch erst. Also an, ich wusste ja nicht, was ihr für Figuren seid. Komm her, das kann war aber voll. Das ist ja voll die Opferseite oder so. Ja, kann man ja voll sind wir auch ein bisschen. Total. Wir sind schon irgendwie ein paar. Aber deshalb passen wir so gut zusammen, weil ich bin auch ein bisschen Opfer. Ja. Voll die coole Optik auch. Ja, das ist ein Fisch auch. Ich mag das. Das haben so alle YouTuber. Machst du dann auch mit der Hand so diesen? Nee, ich finde diese ganzen YouTuber auch beschissen. Wie viele Abonnenten hast du? Ich wünsche dir, dass du auf den rechten Weg noch kommst in deinem Leben. Irgendwann wirst du merken, dass das falsch ist, was du machst. So. Und jetzt gehen wir. Ihr Mäuse, tschüss! Ich muss los! Ich glaube, das hat so bestimmt Schminke an deinem schönen schwarzen Hemd. Warte, sag mal. Naja, ist egal. Mäuschen. Ich finde auch, ich wollte den eigentlich nur fragen, aber ich war wirklich sauer und geschockt von dieser Meinung. Und ich hatte keinen Bock, diesen Menschen noch mehr Sendezeit auf einem anderen Kanal, also auf meinem, zu geben. Ich finde, das war schon oberste Grenze an Meinungsdünnschiss, den er verbreiten durfte auf YouTube mit dieser Sendung. Und da bin ich auch gegen, wir müssen ja allen eine Chance geben und so. Nee, ich finde, diese Menschen dürften überhaupt gar keine Sendezeit bekommen. Basta, ich bin sauer. So, das war's. Folgt mir auf, ihr wisst schon, bla 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 und Snapchat. Und bis bald. Bye! Sharing is caring.